Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen wieder hier bei mir zu einem neuen Video auf Neubattleshagen Reloaded. Wir haben heute mal begonnen mit einem kleinen Timelapse, mit einem Zeitraffer, weil wir ja noch ein bisschen das Grasfeld hier, das Heu einsammeln mussten. Und das geben wir jetzt hier ab in unser Fermentiersilo. Und eine kleine Bahn müssen wir noch einsammeln, dann haben wir das Feld soweit abgeerntet. Ja, recht schönen guten Tag, Servus, Grüezi und Folge Nummer 13 hier bei mir auf dem Kanal. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Badenfarmer. Ja, das Feld haben wir jetzt dann so gut wie eingesammelt. Das ist hier die letzte Bahn. Und dann möchte ich dieses Grasfeld hier vor dem Winter noch bearbeiten. Und normalerweise hätte ich das in oder ohne Precision Farming gemacht, in der Regel mit einem Striegel. Denn ein Striegel ist so ähnlich wie Düngen. Das heißt, mit einem Striegel drüber zu fahren, ist ohne Precision Farming wie eine Düngerstufe. Normalerweise hat man hier, wenn man das Feld abgeerntet hat, so ein Grasfeld, und man hatte vorher 100% Düngung, dann hatte man hier nach der Ernte 50%. Jetzt sieht man aber, dass wir hier Stickstoff haben, ganz, ganz schlecht. 5% Stickstoff, teilweise 15, 20, 25% Stickstoff. Und ich bin da mal gespannt, weil ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Wenn ich jetzt hier mit einem Striegel drüber gehe, ob sich der Stickstoffwert oder die Düngung überhaupt verändert und wenn ja, wie viel. Weil, wie gesagt, ohne Precision Farming wären es theoretisch oder wäre es eine Düngestufe, und das sind dann eben immer 50%. Ja, und das werden wir uns jetzt dann gleich ansehen, wenn wir hier die letzte Ladung Heu in unser Silo gebracht haben. Zwei Ladungen habe ich zu unseren Kühen gebracht. Also das heißt, wir haben hier ordentlich jetzt Heu. Ah ja, okay. Der Fütterungsautomat arbeitet auch wieder. Und wie wir sehen, Mineralfutter ist mittlerweile null. Also da müssen wir auf jeden Fall auch noch was nachkippen. Aber Heu haben wir jetzt 68.000 Liter und auch Silage und Stroh jede Menge. Und der Fütterungsroboter wird jetzt gleich dann herauskommen. Okay, in der Zwischenzeit bringen wir aber jetzt hier erstmal unseren Ladewagen weg. Und dann werden wir anschließend mit dem Lindner zum Shop fahren und uns dort einen Striegel holen. Und dann, wie gesagt, bin ich mal gespannt, was dann dabei rumkommt. So, die linke Halle ist eher für das Kleingerät und die Halle hier für die Anhänger und die entsprechenden Maschinen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier um die Säule herumkommen. Und dann parken wir den Ladewagen entsprechend ein. So, nochmal kurz rausfahren. So, passt das wesentlich besser. Abhängen und Motor aus. Gut. Dann fahren wir mal mit dem Lindner und holen uns einen Striegel, denn der Lindner reicht dann völlig dafür aus. Ich hatte es ja schon mal erwähnt in einer der vorigen Folgen. Normalerweise würde ich ja auch den Striegel benutzen, um das Unkraut zu bekämpfen. Aber hier sieht es ja so aus, dass es besser ist, Unkraut auf jeden Fall mit Herbizid, mit einer Spritze zu bearbeiten, wegen der Spot-Spray-Technologie. Und da bekommen wir eben dann die meisten Punkte für unsere Umweltbilanz. Und ich habe vorhin mal in Precision Farming auf unsere Umweltbilanz geguckt. Die ist extrem hoch oder die ist sehr schön hoch. Das werden wir uns dann auch gleich ansehen, wenn wir wieder zurück sind auf dem Feld. Und wie gesagt, ich bin dann mal gespannt, wie es sich verhält, wenn wir mit dem Striegel, also mechanisch, über die Wiese gehen. Mit dem Striegel, mit dem man ja normalerweise Unkraut bekämpft. Hier mit Precision Farming, wie sich da das Ganze verhält, wenn wir mit dem Striegel drüber gehen, ob wir überhaupt eine Düngestufe bekommen und ob sich unsere Umweltpunkte, unsere Gummipunkte, wie sie schon nennen, unsere Ökopunkte, ob sich da was verändert. Okay, den Striegel. Wir gucken mal ganz kurz unter. Und ich fasse es nicht.
Also das ist jetzt wirklich ein Zufall, weil das hier ist der Einböck, das ist mein Lieblingsstiegel. Entfernst du Unkraut von Feldern mit jungen Getreidepflanzen und verbesserst so den Feldzustand. Das kannst du nur während der ersten Wachstumsphase der Pflanzen nutzen. Zusätzlich kannst du mit diesem Gerät säen, und zwar Gras und interessanterweise eben auch Raps. Und dazwischen ist ja diese Ölsaat, diese Zwischenfrucht. Okay, ja, da haben wir ja Glück. Dann werden wir dieses Gerät mal gebraucht kaufen. So sieht es aus. 9 Meter Arbeitsbreite und hat eben einen 300 Liter Tank für Saatgut. Gut, yep, das will ich. So. So, und dann hängen wir das Ganze mal hinten an. Passt ja auch farblich sehr gut zu unserem Lindtrack. So, Frontgewicht haben wir und dann sollte das Ganze ausbalanciert sein. So, da auf der linken Seite seht ihr, da haben wir noch die Palette mit dem Siliermittel. Und ich bin ja vorhin mit dem Ladewagen über das Feld gefahren, habe das Heu eingesammelt und habe dort so eine Silieroption an dem Ladewagen dran, die wir bis jetzt überhaupt noch nicht gebraucht haben, weil wir ja ein Fermentiersilo haben. Und es scheint sich auch weder bei Stroh noch bei Heu auch ja, beizumischen, sondern ausschließlich nur bei Gras, gehe ich mal davon aus. Und das macht ja eigentlich auch Sinn, weil man siliert ja eigentlich kein Heu. Und das wäre ja viel zu viel Arbeit auch vorher, sondern nur das Gras. Und das werden wir mal schauen, ob wir das andere Mal ausprobieren. Bis jetzt muss man sagen, ist es leider eine Investition gewesen. Ja, wenn man es positiv ausdrücken möchte, eine Investition in die Zukunft. Aber im Moment bringt uns diese Siliergeschichte, dieses Siliermittel noch keinen zusätzlichen Ertrag. So, wir fahren dann mal hier links rum. An unserem schönen Metallzaun vorbei, an der BGA, an unserer neuen schönen großen Halle. Jetzt muss ich gerade mal gucken und halt, mal kurz schauen. Ne, ist doch eine, wenn ich doch richtig weiß, eine Industriehalle. Ist es nicht eine Hörmannhalle? So, naja, gut. Zack. So, jetzt fahren wir hier mal aufs Feld. Ja, da habe ich auch noch so einen komischen Streifen, aber nun gut. Okay, also ihr seht es, Stickstoff 20% im roten Bereich. Und was ich vorhin angesprochen habe, war ja hier die Umweltbewertung. Wir haben mittlerweile eine Umweltbewertung von 96 Punkten, also fast optimale 100 Punkte. Und in Precision Farming, jetzt in dem neuen LS22 Precision Farming, ist ja die Umweltbewertung wichtig oder wirkt sich insofern aus, als wie ihr da unten rechts seht. Der Verkaufspreis, also es hat nichts mit dem Ertrag zu tun. Der Ertrag, den steigern wir eben durch Düngung und durch die entsprechende Behandlung, pH-Wert und ähnliches, Walzen und die entsprechende Bodenbearbeitung. Dadurch steigern wir den Ertrag, das heißt, wir bekommen mehr Frucht, mehr Getreide pro Hektar. Aber durch eine hohe Umweltbewertung können wir dann nochmal den Verkaufspreis, also sprich Bioprodukte, die halt dann einfach nochmal ein bisschen einen höheren Preis erzielen können am Markt. Und das sehen wir hier. Im Moment würden wir für unsere Produkte, wenn wir sie verkaufen, 14% zusätzliches Geld bekommen für das, was wir als Ertrag dann letztendlich auch verkaufen. Okay, aber worauf ich jetzt hinaus will, also 96% haben wir jetzt hier stehen, 96 Punkte haben wir jetzt hier stehen, und ihr seht, dass wir beim pH-Wert, bei der Unkrautbekämpfung und bei den Bodenproben den Maximalwert haben, bei der Bodenbearbeitung und beim Stickstoff sind wir noch nicht auf volle Punktzahl. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wenn wir uns jetzt hier in den Traktor setzen und das Ganze ausklappen, ob sich das in irgendeiner Form auswirkt, positiv oder negativ, wenn wir jetzt hier mit dem Striegel drüber gehen. So, man sieht schon, dass es etwas dunkler wird. So, okay. Dann schauen wir mal.
Ja, okay. Okay, also hier haben wir immer noch Stickstoff, natürlich 20%. Hätte mich ja auch überrascht, wenn sich hier irgendwas verändert hat, weil hier zeigt er an, Stickstoff 20, 25%. Ertragspotenzial 125%. Der zeigt jetzt aber einen erwarteten Ertrag von 92% an. Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal düngen. Und da wir ja hier jetzt, wie gesagt, keinen vorigen Wert haben, können wir das jetzt auch gar nicht vergleichen. Jedenfalls, der Stickstoff ist eigentlich auch logisch, weil warum sollte sich der Stickstoff ändern? Bleibt bei den entsprechenden Werten 5% bzw. 5 Kilo, zeigt er ja an, jetzt gerade hier im Moment, also 5 Kilo Stickstoff auf das Hektar und 200 bräuchten wir eigentlich. Also das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall düngen. So, hat sich hier, aha. Okay, wir sehen also, die Umweltbewertung, die hat sich jetzt auch schon verändert, weil nämlich bei der Unkrautbekämpfung interessanterweise der Wert nach unten gegangen ist. Bodenbearbeitung hat sich nicht verändert, Stickstoff hat sich auch nicht verändert, wenn ich das noch richtig weiß, aber die Unkrautbekämpfung ist jetzt runtergegangen auf 22,5. Und der Verkaufspreis jetzt von 14 hätten, würden wir jetzt nur einen zusätzlichen Verkaufspreis von ca. 12% erzielen. Okay, was heißt das für uns? Wir lassen ihn noch mal ein bisschen weiterfahren. Schauen wir noch mal, 88, es bleibt bei 88. So, erwarteter Ertrag 66, weil nur 89% Ertragspotenzial, weil wir hier schluffigen Ton haben. Das ist kein besonders guter Boden hier an der Stelle. 88, er bleibt bei 88. Tja, stellt sich aber dennoch die Frage, sollen wir wirklich striegeln? Bringt das was? Schwer zu sagen. Ja, zumal eben hier ja keine Anzeige ist, dass eigentlich Unkraut wächst. Also so wie es aussieht, bringt uns striegeln, denke ich, nichts. Es bleibt hier bei 88 und das sagt mir, dass wir ihn hier den Kollegen jetzt wieder zurückbringen und lieber mal mit der Düngespritze rübergehen oder mit dem Düngestreuer. Und dann schauen wir mal, wie sich dann das Ganze hier verändert. So. Dann stellen wir den jetzt aber erstmal hier vors Tor. So, stopp, Motor aus. So. Und dann werden wir mit unserem Fendt okay. Motor an und da haben wir auch ein neues Regal. Dem Regal werden wir also unsere Frontgeräte und ähnliches lagern und natürlich auch na, unser Gewicht. So, jetzt müssten wir ja im Düngestreuer oder in diesem Streuer hier müssten wir noch Kalk drin haben. So. Ja, 4400. Dann machen wir einfach Folgendes. Dann werden wir hier den kurz entladen. So, einfach mal hier. Ja, okay. So, das dahin gepackt. Naja, gut. So, und dann gehen wir zu unserem Silo und kaufen ein bisschen Dünger ein. Okay, Mineraldünger. Okay, das soll reichen. Und dann fahren wir nochmal zu unserem Grasfeld und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze dann verändert, die Werte, wenn wir das Feld klassisch mit dem Mineraldünger düngen. So, dann klappen wir hier mal aus.
So, jetzt müsste er dann oben links dann auch gleich anzeigen. Yep, da zeigt er an, dass wir kräftig düngen müssen. So. So, dann schauen wir mal. War natürlich zu erwarten. Stickstoff 200. pH-Wert. Wir haben ja jetzt einmal abgeerntet. Natürlich ist jetzt der pH-Wert ein bisschen unten, aber immer noch gut. Aber Stickstoff ist jetzt logischerweise perfekt. Im Gegensatz jetzt aber zum Striegeln, was wir ja vorhin hatten, zeigt er uns jetzt natürlich nicht an, welchen Ertragsbonus wir bzw. welchen Ertrag wir zu erwarten haben und welchen Ertrag wir wirklich bekommen. Aber Gras wächst ja normal weiter. Und insofern, gut, und links sehen wir es auch auf der Stickstoffkarte, dass jetzt hier der ganze Bereich grün wird. Wir schauen jetzt nochmal, Stickstoff 27,6, das wird daran liegen, weil wir hier unten dieses Feld, so haben wir es denn, Stickstoff, dieses Feld natürlich noch gar nicht gedüngt haben. Und der Bereich wird ja jetzt gedüngt und da ändert sich jetzt nichts, genauso wie auch an den Werten jetzt zur Bodenbearbeitung oder Unkrautbekämpfung. Und hier auf dem Feld haben wir ja Unkraut und das müssen wir auf jeden Fall dann noch bei Gelegenheit bekämpfen. So. Dann fahren wir noch hier rüber. Ein Vorgewende. Und hier haben wir ja eine Bahn gestriegelt. So, den lassen wir jetzt wieder den Helfer arbeiten. Und dann schauen wir uns noch ganz kurz zum Abschluss an, was jetzt hier steht. Und da seht ihr jetzt, erwarteter Ertrag ist jetzt an der Stelle identisch mit dem Ertragspotenzial von 89%. Weil hier haben wir gestriegelt und wir haben gedüngt. Und durch das Striegeln bekommen wir hier die Anzeige für den erwarteten Ertrag, während wir hier den nicht haben. Okay. Interessant. Gut, nichtsdestoweniger lasse ich den Helfer hier jetzt das Feld noch komplett düngen mit dem Mineraldünger und wir sehen uns dann im nächsten Monat und da wird es mit Sicherheit auch wieder was zu tun geben, denn definitiv natürlich, jetzt ist der Fahrer hier blockiert, okay, dann müssen wir hier definitiv auch ein Vorgewende fahren. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man dann alles hier ein bisschen zubaut. Aber das gehört nun mal dazu. So, dann fahren wir hier auch noch schnell ein Vorgewende. Sehr schön. Ja, und dann werde ich das Feld hier, wie vorhin schon angedeutet, erstmal fertig düngen. Und mit diesen Bildern darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier zugeschaut habt, dass ihr zugeschaltet habt. Ich sag Dankeschön, ich, der Baden-Farmer, sag Tschüss, Ciao, Cheerio.